Jeremy und Janina Kühne verbringen viel Zeit zusammen mit ihren Kindern Jona und Levi. Auch beim Kochen. Jeremys großer Leidenschaft. Der gelernte Koch sucht gerade eine neue Stelle. Wenn man dann halt doch viel am Rechner sitzt, um zu recherchieren, um Bewerbungen zu schreiben und auch mal mittags schon mal mit der Frau irgendwie was anzugucken, weil man da einfach keinen Kopf mehr hat für Bewerbungen oder dergleichen. Es ist halt eine Person mehr, die dauerhaft im Haushalt ist, macht halt schon den großen Unterschied. Und das macht sich bei der Stromrechnung bemerkbar. Für die junge Familie sind die Energiekosten ein großer Posten. Das bereitet dem Familienvater Sorge. Ja, da geht der innere Taschenrechner erstmal an und überlegt, oh je, das erstmal zu stemmen, den höheren Kilowattstundenpreis, der sich ja ordentlich erhöht hat um fast 100%, und dann eben der höhere Verbrauch. Da ist es wichtig, dass man guckt, wo kann man die Einsparungen treffen. Deshalb schaut sich Energieberater Hans-Peter Gessler die Haushaltsgeräte der Kühnes heute genauer an. Lohnt es sich, stromfressende Geräte auszutauschen? Oder kann man bereits mit dem richtigen Verhalten Geld sparen? Los geht's in der Küche. Hier stehen die klassischen Küchenelektro-Großgeräte. Eine kleine Gefriertruhe, einen Kühlschrank, einen Elektroherd und einen Backofen. Ziemlich alten Backofen, ja. Ja, Backöfen würde ich jetzt nicht unbedingt in Fokus oder ein Augenmerk drauflegen, sondern gegebenenfalls mit der Erfahrung einfach die Nachwärme nutzen, wenn sie irgendwas tun. Ja. Also nicht bei 180 Grad Umluft volle Lotte durchziehen, ja, sondern einfach sagen, okay, noch anderthalb Stunden braten, nehme ich die Restwärme und schalte runter. Ein neuer Backofen rechnet sich schon mal nicht. Und wie sieht's beim Kühlschrank aus? Gibt's auch da ein Sparpotenzial? Bei den meisten Kühlschränken sieht man hier rechts oder auch hier in der Gemüseschale oft sieht man dann, was für ein Alter der hat. Mhm. Wir sehen hier, wir haben hier auf 5 Grad eingestellt. Mhm. 7 Grad reichen. Okay. Das heißt, in die 2 Grad, da können wir uns auch schon wieder was einsparen. Ne? Weil der läuft ja 24 Stunden. Genau. Ja, das läppert sich dann. Beim Gefrierfach müssen minus 18 Grad oder kälter nur sein, wenn man Lebensmittel lange einfriert. Wer das Gefriergut nur etwa einen Monat lagert, dem reichen auch 15 Grad minus. Bei kleineren Küchengeräten kann man wenig einsparen, da sie immer nur kurz laufen. Hier neue Geräte anzuschaffen, lohnt sich somit nicht. Weiter geht's in der Waschküche. Also das ist sie, unsere alte Waschmaschine. Okay. Die haben wir zur Hochzeit vor über 10 Jahren bekommen. Und zwar auch schon gebraucht, geschenkt. Also die ist unser ältestes Stück, glaube ich, im Haushalt. Um den Energieverbrauch der Waschmaschine zu messen, schließt Hans-Peter Gessler ein Verbrauchsmessgerät an. Janina startet eine 40-Grad-Wäsche mit 900 Umdrehungen beim Schleudern. Jetzt machen wir mal an. Läuft. Aber ist sie auch energieeffizient? Das fragt sich Janina schon seit längerem. Die Waschmaschine hat wahrscheinlich einen hohen Stromverbrauch. Und ich habe mir jetzt auch mal neuere Modelle angeguckt. Die Anschaffungskosten sind dann natürlich auch wieder so ein Punkt, wo man auch drüber nachdenken muss erstmal, ja. Erstmal checken, ob der Verbrauch überhaupt so hoch ist wie befürchtet. Und solange die Maschine läuft und der Stromzähler zählt, wird die Technik im Wohnzimmer von Hans-Peter Gessler unter die Lupe genommen. Dann haben wir jetzt hier mein Bereich. Okay. Gerade für abends eben mal ein bisschen an der PlayStation spielen oder abends ein bisschen Filme oder Serien streamen mit der PlayStation, der Audioanlage. Sein Heimkino hat ordentlich Wumms. Subwoofer, Sidespeaker, Center-Speaker und noch weitere Lautsprecher. Außerdem hängt das WLAN dran. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass es noch ein bisschen mehr Strom verbraucht, wie ich denke. Vor allem den Standby-Verbrauch unterschätzen viele. Hier hängen alle Geräte an Steckdosenleisten, die sich einfach ausschalten lassen. Theoretisch. In der Nacht sollte man eigentlich keinen Verbraucher anhaben, weil das ja im Endeffekt
obwohl es auch kleine Mengen an Strom sind, aber unterm Strich 365 Tage im Jahr. Gehen wir einfach mal davon aus, dass sie 8 Stunden schlafen, dann kommt da unterm Strich schon etwas zusammen. Für einen Durchschnittshaushalt kann der Standby-Verbrauch etwa 80 Euro im Jahr ausmachen. Zudem misst Hans-Peter Gessler den Stromverbrauch der Geräte im Betrieb. Eine Stunde lang. Inzwischen ist die Wäsche fertig. Schon fertig, die Waschmaschine? Wunderbar. Was hat sie verbraucht? Schauen wir mal drauf. Also, wir haben 2,5 Stunden und die hat genau 636 Wattstunden gebraucht. Dieser Waschgang hat genau 27,4 Cent gekostet. Ja, für eine alte Maschine ist das jetzt eigentlich gar nicht so. Ich sage jetzt einfach so, die Maschine tut's noch, ist noch gut. Hier eine riesen Einsparung bzw. Amortisation. Durch ihre Investitionskosten in eine neue wird sich wahrscheinlich nicht in den nächsten 8 Jahre amortisieren. Bei alten Trocknern kostet ein Durchgang etwa 1 Euro. Moderne Geräte verbrauchen 70% weniger. Eine Neuanschaffung rechnet sich nach wenigen Jahren. Günstiger geht es nur noch, wenn man die Wäsche an der Luft trocknet. Eine Stunde Fernsehzeit ist jetzt auch vorbei. Also wir haben jetzt hier rund 16 Cent. Ha! Ja. Für eine Stunde Fernsehen gucken? Ja. 16 Cent für eine Stunde Heimkino klingt erstmal nach nicht viel. Aber die 180 bis 200 Euro im Jahr durch das Heimkino kann ich natürlich reduzieren, indem ich vielleicht einen Subwoofer wegnehme. Tatsächlich könnte ich auch, dass ich die PlayStation sogar auslasse, weil ich kann Netflix auch genauso gut über den Fernseher laufen lassen. Wir haben hier auch Möglichkeiten, indem ich als kluger Verbraucher nur die Geräte einschalte, die ich auch gern haben möchte und benötige. Die Macht der Gewohnheit, Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Bisschen die Gewohnheiten ändern, dann kann man schon mal ein paar Euro sparen. Ja. Wie viel Strom sich nach unserem Verbrauchscheck einsparen lässt, überschlägt Energieberater Hans-Peter Gessler nun. Das Ergebnis? Wenn man von der Gesamtstrommenge von 3700 Kilowattstunden ausgeht, ja, und wie gesagt, das ist jetzt für einen 4-Personen-Haushalt nicht wahnsinnig hoch, die liegen da in einem relativ guten Bereich drin, dann könnte ich sagen, vielleicht 10%, 10-15% könnte man einsparen. Das ist durchaus machbar. Ja. Jedes Kilowattstunde, wo du nicht verbrauchst, ist ein super Kilowatt. Knapp 200 Euro kann Familie Kühne im Jahr sparen, wenn sie ein paar Gewohnheiten ändert. Neue Geräte anschaffen muss sie dafür nicht. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.